Okay. That's okay? Yeah. So I am the founder of God Universal Movement. Ich bin der Gründer von Gottes universeller Bewegung. One family world. Von der einen Weltfamilie. And our goal is that Kingdom of God has something to do with one family world. Actually. Und unser Ziel ist es, dass das Königreich Gottes etwas mit dieser Welt zu tun hat. In Matthew, Jesus say. In Matthäus sagt Jesus. To Pharisee and Jewish people. Zu den Pharisäern und zu den Juden. You shut the kingdom of God before mankind. Ihr habt das Königreich, ihr habt die Tür zum Königreich Gottes vor der Menschheit verschlossen. You don't enter. Ihr selber kommt nicht rein. And you don't let other people enter. Aber ihr lasst auch die anderen nicht hinein, die hineingehen wollen. So Jesus was talking about mankind. Und Jesus redete hier über die Menschheit. Not about Jewish people. Nicht über die Juden speziell. Yes. So Kingdom of God was inspired by God. Das heißt, das Königreich Gottes war inspiriert durch Gott. That this is a time 21 century one family world. Weil das die Zeit im 21. Jahrhundert ist für die eine Weltfamilie. Ist sehr viel. Also, okay, man sieht sich, aber das ist ein Mann aus Pakistan und bei dem ist er laut im Hintergrund und der möchte aber unserer Bewegung beitreten. Tell her, she has to come here. Oder komm, mach einfach mal. So he is reading the books of Prophet Khan from quite long time. Ach, und ist okay. Und Ton ist an dem Mikro. Okay. Und also der Mann kommt aus Pakistan und er liest die Bücher schon seit langer Zeit. Und in Pakistan ist es nochmal, dort sind die Bücher von Herrn Khan, also die Leute dort werden verfolgt. Yes. So finally he decided to give his pledge to Prophet Zaid Khan because he is very much interested to meet him on God. Und er hat sich jetzt entschieden, trotz Verfolgung, dass er trotzdem Zaid Khan beitritt. Und heute will er seinen Schwur deswegen abgeben. Ich bin schwarze Lichter in islamischen Ländern. Das heißt, wenn jeder islamische Land, they bring mich um, wenn ich bin Reise oder ich gehe da. Okay. Okay, please. So he's from Pakistan, from one of the very famous state of the country. Er sagt, er kommt aus Pakistan, aus einem sehr bekannten Staat, Stadt in Pakistan. Okay. So how did you find the teaching of Prophet Zaid Khan? Aapne Hazur ki talimat kahan se suni? Maine sir pure discussion group mein is time maujood hu, wahan pe jo hai na apne jo Hazur Hazrat Zaid Alaihi Salam sahab hain, inki kuch baatein mujhe achhi lagi hain. Okay. So he is with us in a pure discussion chat group from quite long time and he likes so many things where Prophet Zaid can talk about God. Und ich gebe eine Sendung in Frageantwort in India. Ja. Und da Leute stellen viele Fragen. Ich kann nicht alle Antwort geben, aber von da Leute von India und Pakistan, they comes. Und die kommen in ein Familie-World mit Late. Also, es gibt einen indischen Radiosender und dort gibt er Frage- und Antwortrunden. Und von dort kennen ihn viele Inder und Pakistaner her. Inder. Also viele Inder. Und von dort kennt dieser Mann Prof. Mohammed, what's his name again? That's okay. Is it okay if we don't mention that? No, that's okay.
Ja, und er möchte, er hat darüber über sein okay. erfahren und möchte das schon beitreten. Also meine Absicht. Okay. Tien Chizo pe meine Absicht bet leni hai. Three things when anybody join in our family world. We ask three things. Und drei Dinge sind sehr wichtig, wenn jemand der einen Weltfamilie beitritt. For us in our movement, they are Hindu, they are Sikh, they are Christian, they are all kind of religious people. In unserer Bewegung gibt es allerlei religiöse Menschen: Sikhs, Hindus, Christen, Muslime, wer auch immer. Regardless. Das ist egal. We always say that religion are the way. But God is our destination. Und aber wir sagen immer, dass Religion der Weg ist, aber Gott ist unsere Bestimmung. So, there can be many river which are coming from different direction. Und Religion sind wie verschiedene Flüsse, die aus verschiedenen Richtungen strömen. And they have their identity. Und die haben ihre Identität. But when river fell in the sea. Aber wenn der Fluss im Meer mündet. Then river lost their identity. Dann verliert auch der Fluss seine Identität im Meer. Then God universal love is embrace you. Und dann ist es so, wie als wenn uns Gottes universelle Liebe umarmt. Yes. And our goal is to find our destination, living relationship with God. Und unsere Bestimmung ist es, unser Ziel ist es, unsere lebendige Beziehung mit Gott zu finden. So. पहली बात यह है कि आप सारी किताबों का मुतायला करेंगे जो जो उर्दू में आ गई हैं और उनको अपने दिल में बिठाएंगे आप दिल में बसाएंगे टीचिंग इज नॉट ठीक है आमीन कह दें आमीन आमीन बस नो zwischendurch leiser war so ein Mikrofon sehr laut ist das okay ja okay. The truth is not enough to hear. Wahrheit zu hören, das ist nicht genug. Truth always need a realization. Weil Wahrheit braucht immer auch Realisation. Any knowledge of any religion. Egal welches Wissen über welche Religion auch immer. If it not allow you observation and experiences. Diese Wahrheit bringt nichts, wenn sie euch keine Beobachtungen und Erfahrungen machen lässt. Then this is only the knowledge. Dann ist es nämlich nur Wissen. You got it? Versteht ihr das? Yes. Many people say, I have the truth, you know? Viele Leute sagen, nur ich habe die Wahrheit. But this truth need a standard that you observe and experience and your spiritual senses become open. Aber diese Wahrheit braucht Beobachtung und Erfahrung, damit sie einen gewissen Standard hat. No. That this truth give you a living relationship and your spiritual senses become open actually. Diese Erfahrung, diese Wahrheit lässt euch Beobachtung machen und lässt euch eine lebendige Beziehung mit Gott haben. Nein. That your spiritual senses get open up. Dass sich eure geistigen Sinne öffnen. Okay? Yeah. So, that's, then is knowledge is coming realization in your heart actually. Und damit Wissen nämlich auch in eurem Herzen realisiert. Okay. To ye talimat jo hai, aapne apne dil mein bithani hai. Amen. Amen. What are you doing? One time is okay, leave it. Yes, leave it open. Mm-hmm. Make it warm, more warm, actually. Okay. और जब आप तालीमात दिल में बिठा लेंगे, तो मैं दुआ करूंगा कि आपकी रूहानी हिस्से खुल जाए और आप खुदा का दीदार कर लें. आमीन कह दें. आमीन. उसके बाद आपने अतर साहब ने आपको गाइड करेंगे. कि इससे आगे आपने क्या करना है इस तालीमात को कैसे जहां तक ताकत है आपने पहुंचाना है इसको ठीक है जी आमीन आमीन कह दे आमीन ओके
So there are three fundamental truths. Und es gibt drei fundamentale Wahrheiten. Hearing. Zu hören. Amen. Then it should go to your universal consciousness. Und dann sollte es zu eurem universellen Bewusstsein gehen. After this teaching has to go in your consciousness, conscience. Und danach sollte diese Wahrheit in euer Gewissen gehen. Muss diese Wahrheit in euer Gewissen gehen. Then your spiritual senses should be open. Und dann sollten eure geistigen Sinne offen sein. Then this teaching should go in your heart. Und dann sollte diese Lehre in euer Herz gehen. So you can leave your physical body. Damit ihr euren physischen Körper verlassen könnt. And with your spirit. Und mit eurem Geist. You can travel eternal life actually. Ihr im ewigen Leben reisen könnt. Okay? So, ek aur amin keh rahe hain ki agar aap puri zindagi wafa aur mohabbat ke sath chale aakhri saanson tak to main aapka gawah hoon khuda ke samne. Amin huzur. ठीक है वफा के साथ और आखिरी सांसों के साथ तो मैं मौत के बाद आपको खुदा से मिलाऊंगा ये कह के कि इसने वफा और मोहब्बत का हक अदा कर दिया ठीक है आमीन आमीन तो अब आपने एक खानदान जिसका मेंबर खुदा की जात है ज्वाइन कर लिया तो गिव देम कंग्रेचुलेशन या मुबारकबाद हो आपको आपको आमीन प्यारे हुजूर हां जी तो आप हमारे मेंबर बन गए ओके सो एंड अदर टाइम यू ब्रिंग देम इन Zoom एक्चुअली ओके ja nicht er hat zum Mama gesagt er soll nächstes Mal in Zoom bringen okay to mubarakbad ho aaj inka naam bata dena taaki main khuda ke huzoor pesh kar dun jungle mein ji hazur theek hai to ji aapki bait ho gayi hai ji mubarak ho aapko बहुत बहुत मुबारक को जी इरफान भाई आपके आपके मुबारक खैर खैर मुबारक तो अब मैं लेक्चर दूंगा दोबारा व्हेन द नेक्स्ट पर्सन कम साथ में बिछाए थे ये अगला जो शख्स आएगा बता दें ओके मैं बता दूंगा ओके थैंक यू नो प्रॉब्लम गुड बाय ओके सो वी बिगिन आवर लेक्चर ओके dann fangen wir jetzt mit unserem Vortrag an. In India, people have big heart. In Indien haben die Leute ein großes Herz, but small mind. Aber einen kleinen Verstand. In Europe, und in Europa, they have a big mind. Haben sie einen großen Verstand, but small heart. Aber ein kleines Herz. Ja. So, we will explain you today. Und heute werden wir euch erklären, Kingdom of God, dass das Königreich Gottes, when question was asked, als die Frage gestellt wurde, how the Kingdom of God will establish on earth, wie das Königreich Gottes auf Erden errichtet werden wird, what answer Messiah gave 2000 years ago. Was für eine Antwort hat der Messias da vor 2000 Jahren gegeben, also Jesus? What is it? Was hat Jesus gesagt? Weiß das jemand? Where is the kingdom of God? Das Reich Gottes ist mitten unter euch. The kingdom of God is within you. Ja, das Königreich Gottes ist in euch. And where is it in euch? Where is it located? Exactly. Where is it located? Heart. Ja, im Herzen ist das Königreich Gottes. Heart. Because heart is like a, let's say, for example, car. Car. Zum Beispiel bei Autos. Or aeroplane. Oder bei einem Flugzeug. Steering. When you move your steering one direction. Wenn ihr das Lenkrad in eine Richtung zum Beispiel bewegt. Whole car is moving. Dann bewegt sich das ganze Auto in diese Richtung. There's a small plane. This when you move one direction, whole plane is moving actually. Und bei einem Flugzeug, wenn ihr das Steuerrad da in eine Richtung bewegt. Then whole plane is moving this direction. Dann bewegt sich das ganze Flugzeug in diese Richtung. So,
If you want to meet God, wenn ihr also Gott treffen wollt, God is a creator of countless creation actually. Gott ist der Schöpfer von zahllosen Schöpfungen. Only human beings are arrogant. Aber das Problem ist nur, dass die Menschen arrogant sind. They say our human creation. Die sagen immer unsere menschliche Schöpfung, also sie stellen sich in den Mittelpunkt. This human creation. Aber diese menschliche Schöpfung hier is not even one point in our Milky Way. Ist, wenn wir von unserer Milchstraße aus hergucken, nicht mal ein Punkt. And if this disappeared, und wenn dieser kleine Punkt verschwinden würde, nobody know what happened in the Milky Galaxy. Würde niemand in der ganzen Milchstraße wissen, was passiert ist. We are going moon. Wir reisen zum Mond. We are going to research more. What is beyond the moon actually? Und wir untersuchen, was es noch hinter dem Mond gibt. Your uncle is living in the moon. Aber leben eure Verwandten auf dem Mond? No. Nein. You have to solve your problem here first. Wir müssen erstmal unsere Probleme hier auf Erden lösen. People are hungry. Weil die Leute sind leiden unter Hunger. People have so many problems on this earth. Und auf dieser Erde haben die Leute so viele Probleme. Imagine. Stellt euch mal vor. Every country 80 or 70% money they are spending for the defense actually. Nochmal. 70-80% jede Land investiert für diese Waffen. Actually. Ja, 70-80% investiert jedes Land in Waffen. If you spend this money for people. Aber wenn ihr dieses, wenn dieses Geld für die Leute ausgegeben werden würde. What kind of world would be? Was für eine Welt würden wir, in was für einer Welt würden wir dann leben? India is dying because of hunger. Indien stirbt wegen Hunger. But they're also sending their rocket to moon. Aber auch sie schicken ihre Raketen zum Mond. Yesterday moon was not belong to anybody. Und gestern hat der Mond noch zu niemandem gehört. Moon was belong to moon actually. Der Mond hat einfach dem Mond gehört oder niemanden. No, Russia going in the moon. Und jetzt geht Russland auf den Mond. America going. Die Amerikaner gehen auf den Mond. China going over there. Die Chinesen gehen auf den Mond. Even India, who has nothing to eat, going over there. Selbst Indien, dessen Bevölkerung nichts zu essen hat, geht auf den Mond. He said, this belong to me. Und wir sagen, dieser Teil des Mondes gehört uns. This belong to me. Und die anderen sagen, dieser Teil des Mondes gehört zu uns. What is telling us human nature? Was sagt uns das über die menschliche Natur? Wherever we go. Wo auch immer wir hingehen. Our arrogant and I go with together. Unsere Arroganz und unser Ich gehen immer mit uns. You see? Seht ihr das? Now question is. Die Frage ist jetzt. What is belong to you? Was gehört euch? Let's examine. Lass uns mal das untersuchen. Religion we come later. Yes? Zur Religion kommen wir später. Yes, but first we have to understand basic things. Actually. Aber zuerst müssen wir die grundlegenden Dinge verstehen. There was a time. Es gab eine Zeit. There was no human creation on earth. Als es noch gar keine menschliche Schöpfung auf Erden gab. Today. Und heute. This part belongs to me. This part belongs to you. Sagen wir, dieser Teil gehört zu mir. Dieser Teil gehört zu dir. And then we're making war. Und dann machen wir Krieg miteinander. But let's say. Aber lasst uns mal sagen. Mind belongs to you. Gehört euch der Verstand? Let me ask you a question. Gehört der Verstand zu euch oder gehört er? Oh, let's put this way. Oder lasst es uns so sagen. Body belong to you. Gehört euch euer Körper. When death comes, wenn der Tod kommt, you lose your body. Dann verliert ihr auch euren Körper. But how many people know that what is the purpose of body? Aber wie viele kennen den Zweck des Körpers? How many? Wie viele von euch? Please tell me. Ja, bitte. It's just a vessel. Es ist nur eine Hülle. It's just a vessel for our spirit. Es ist nur eine Hülle für unseren Geist. When we die, if we know the Creator, we're free. Okay. The body is a prison. Und sie sagt, wenn wir sterben, verlassen wir diese Hülle und wenn wir Gott kennen, dann sind wir frei. Body is prison. Ja, der Körper ist wie ein Gefängnis. You will get something new knowledge today. Und heute wirst du etwas neues Wissen bekommen. Okay.
In our movement, God explained us why God gave us body. In unserer Bewegung hat Gott uns erklärt, warum Gott uns den Körper gegeben hat. Body, der Körper, it can give you high speed, kann euch eine hohe Geschwindigkeit geben, to grow your spirit, um euren kann euer Wachstum, euer geistiges Wachstum beschleunigen. For example, zum Beispiel, if you live 80 years in this earth, wenn ihr zum Beispiel 80 Jahre auf dieser Erde lebt, and you have a purpose of life to come to know God deepest way, und ihr diese 80 Jahre dafür gegeben habt, Gott auf tiefste Weise kennenzulernen, then this body help you which you need 30 million years in spiritual life actually. Dann wächst ihr mit dem Körper in diesen 80 Jahren in der gleichen Zeit, wie als würdet ihr in der geistigen Welt ohne Körper für 30 Millionen Jahre. You see, what kind of dieses ganze Leben nur für Gott widmen. Body is a gift. Das heißt also, der Körper ist ein Geschenk. By God. Durch Gott. How we spend our body. Aber wie verbringen wir unseren Körper? Wie nutzen wir unseren Körper? Worldly is worry. Wir nutzen unseren Körper für weltliche Sorgen. Yes. Ja. We are spending many things where we using our body. Und wir nutzen unseren Körper für viele andere Aktivitäten. Now when we are using worldly purpose our body. Und wenn wir unseren Körper für weltliche Zwecke benutzen. What happens? Was passiert dann? You want to know this thing? Wollt ihr wissen, was dann passiert? Okay. There are visible law existing in this creation. In dieser Schöpfung existieren sichtbare Gesetze. Let's say you are spending your life for the worldly worries. Zum Beispiel, wenn ihr euer Leben für weltliche Sorgen hingebt. Coming the spark. Dann kommt Funken. But they are colorless. Geistige Funken, aber die sind farblos erstmal. They are going in your body. Und die gehen in euren Körper rein. Then produce in your spirit this spark. Und dann kommen die in euren Geist und produzieren in eurem Geist verschiedene Funken. This spark are brown. Und diese Funken sind dann braun. This is are no light spark actually. Und das sind Funken, die aber kein Licht geben. So your body is growing. Und euer Körper wächst dann weiter. And is covering many sparks of worldly sparks is creating a form of your spirit. Euer Körper wächst weiter, ihr macht weiter mit den Aktivitäten, die ihr für weltliche Zwecke gibt. Und dadurch werden die Funken, die in euren Geist kommen, werden weltliche Funken, also braune Funken, bekommt ihr dann in euren Geist, die kein Licht geben. Now death coming. Und jetzt kommt der Tod. You see first time your spirit. Und wenn ihr dann sterbt, dann seht ihr zum allerersten Mal in eurem Leben euren Geist. Angels say to you. Und die Engel sagen dann zu euch. Who created this brown spirit actually? Wer hat diesen braunen Geist erschaffen? And you will say God or heaven. Und ihr werdet dann sagen, Gott und die Himmel haben den erschaffen. They say no. Aber die sagen nein. You created. Ihr habt diesen Geist erschaffen. So, you entering in spiritual world. Das heißt also, ihr betretet die geistige Welt. And spirit. Und der Geist. When has no light. Wenn der Geist kein Licht hat. It magneting in down dimension. Dann wird er in niedere Dimensionen gezogen. Now. Und jetzt. We are talking the purpose to come to know God actually. Reden wir über den Zweck, Gott kennenzulernen. Now same spark is moving through our body and going inside. Also wenn ihr jetzt euren Körper nutzt und den für Gott gebt, für Gott. Now I'm speaking, you are listening. Ja, also zum Beispiel jetzt, ja, ich rede über Gott, ihr hört zu, ihr seid hier, weil ihr mehr über Gott wissen wollt. Now this spark colorless coming in your body. Und jetzt kommen auch erstmal diese farblosen Funken in euren Körper und dann zu eurem Geist. Produce to your spirit. Und produzieren in eurem Geist. And creating light spark. Kreieren Lichtfunken in eurem Geist.
Now death coming again. Und wenn ihr dann sterbt, your spirit come out from your body. Kommt euer Geist aus eurem Körper raus. But down dimension is not magneting you. Aber ihr werdet nicht in die niederen, also die niederen Dimensionen ziehen euren Geist nicht an. Why? Warum? Because this light, God in heaven magneting you upwardly. Weil durch euer Licht ziehen euch Gott und die Himmel nach oben in ihre Bereiche. So, you traveling this way, not this way. Und ihr reist in die Richtung nach oben und nicht nach unten in die niederen Dimensionen. Okay. Light is the identity in spiritual life. Und das Licht ist auch die Identität im geistigen Leben. I say many times. Das habe ich oftmals gesagt. Light is your value. Und Licht zeigt auch den Wert, den ihr im geistigen Leben habt. If you are 5% value. Ob ihr zum Beispiel einen Wert von 5% habt oder von 5 Cent zum Beispiel. Or 10% or 30%. Oder 10%, 30%. Remember, Jesus spoke symbol, but he did not explain. I explain you. Vergesst nicht, Jesus hat immer in Symbolen gesprochen, hat aber oftmals nicht erklärt, was diese Symbole bedeuten. Jesus says some gonna have 30%. Jesus hat gesagt, manche werden haben 30%. Some gonna have 60%. Manche 60%. Some gonna have 100%. Und manche 100%. What? Aber von was? Same body, why so different light people gonna have actually? Alle haben den gleichen Körper, aber warum haben unterschiedliche Menschen unterschiedlich viel Licht in ihrem Geist? 1% to 30% light. Manche haben von 1 bis 30% Licht. Somebody have 30 to 60% light. Manche haben von 30 bis 60%. Someone have 60 to 100%. Manche 60 bis 100%. Now at this point. Und an diesem Punkt. Jesus asked Peter, who was day and night his first follower. Hatte Jesus Petrus gefragt, also und Petrus war sein erster Anhänger, der ihm Tag und Nacht folgte. He said Peters. Und sagte Petrus. Did you ever visit my father's houses? Hast du jemals die Häuser meines Vaters besucht? Peter said no. Und Petrus sagte nein. So Peter know the truth, but no realization. Das heißt, Petrus kannte zwar die Wahrheit, aber hat die Wahrheit nicht realisiert. So Peter was spiritual blind. Das heißt also, Petrus war also geistig blind. So you can be very near to the Messiah or prophet. Ihr könnt also dem Messias oder dem Propheten sehr nah sein. Doesn't matter. Aber das ist egal. So, how many realization has to come that you have a light and your spiritual blindness go away actually? Also wie viele Stufen der Realisation müssen kommen, damit diese geistige Blindheit weggeht? First your body. Zuerst müsst ihr euren Körper nutzen. You have to change your body for spiritual purpose. Ihr müsst euren Körper da eure Richtung umkehren und euren Körper für geistige Zwecke nutzen. I'm not saying leave the material world, leave your job, leave your apartment, you know. Ich sage nicht, dass ihr die materielle Welt verlassen sollt, eure Wohnung hinter euch lassen sollt, kündigen sollt, euren Job verlassen sollt. I'm not saying this. Das sage ich nicht. I'm only saying. Ich sage nur. What belongs to God, give to God. Was Gott gehört, das gibt Gott. What belongs to this world, give to this world. Was dieser Welt gehört, gibt dieser Welt. You see, balance. Versteht ihr diese Balance, diesen Balanceakt, den ich damit meine? Now I ask you. Jetzt frage ich euch. Where you gonna live forever? Wo werdet ihr aber für immer leben? Internal life. Im ewigen Leben, in der geistigen Welt. How much you have to invest there? Das heißt aber, wie viel müsst ihr dann in die geistige Welt investieren? You will live short time. How much you have to invest here? Ihr lebt hier auf Erden nur für kurze Zeit. Wie viel müsst ihr dann hier auf Erden investieren? You have to decide. Und das müsst ihr entscheiden. Okay, not I. Nicht ich. You have to decide. Ihr müsst entscheiden, that this body is not belong to me. Ihr müsst entscheiden und sagen und überlegen. Naja, dieser Körper gehört nicht mir. You can be richest man in the world. Ihr könnt der reichste Mensch auf dieser Welt sein. But one day you have to lose everything what you invest here. Aber eines Tages verliert ihr alles, was ihr hier in diese Welt investiert habt.
You cannot take with you. Das könnt ihr nicht mit euch nehmen. Somebody saying behind, I can take everything with me. Aber jemand sagt, wer? I don't know, somebody sleeping on it. Gerti, du? Yes. Ich mache Spaß. Nein. Er hat nur gesagt, vielleicht meint ja jemand aus der hinteren Reihe, dass man den Körper doch mitnehmen kann. You cannot take with you. Aber du könntest nicht mit euch nehmen. Yes. So that means. Das bedeutet also. Your body not belong to you. Euer Körper gehört schlussendlich auch nicht zu euch. So what death is coming? Wenn also dann der Tod kommt. What happened to you? Was passiert dann mit euch? I explain you. Das erkläre ich euch. Let's say you invested, you are most richest man, you are very famous man, you have a possession on this earth. Zum Beispiel, ihr seid die reichste Person auf dieser Welt. Ihr habt viel Besitz, ihr habt viel Macht oder. Yeah, power, everything. Macht, Anerkennung, was auch immer, alles, was die meisten Menschen in dieser Welt hier arbeiten. Death is coming. Und dann kommt der Tod. Now that spirit inside the body is like a cylinder. Ja, der Geist, der Körper ist wie ein Zylinder, der das Gas in sich behält, also den Geist. Now, spirit need a little bit power to push you out from the body. Und der Geist braucht ein bisschen Kraft, um rausgedrückt zu werden aus dem Körper. Like a gun. So wie eine, wie wenn ihr mit einer Waffe schießt. You shoot. Ihr schießt. Bullet go out. Und dann fliegt die Kugel nach vorne. And the how you call this? Die Hülse. Hülse. Die Hülse. The shell. Shell. The shell also the bullet shell. Bullet case. Yeah, bullet case. The bullet. Yeah. The one that travels straight forward, and the shell that flies out. Fell. Out of shell. Fell behind. Out of the chamber. So in the death moment. Wenn ihr also im Moment des Todes. Spirit pushing herself to go out. Drückt der Geist sich nach draußen aus eurem Körper. And body want to fall behind. Und der Körper ist wie als wenn er nach hinten fällt. So what happened? Und was passiert dann? You see in this moment phenomena. In diesem Moment seht ihr ein Phänomen. This world where you invested everything is leaving you behind. Diese Welt hier, in die ihr alles investiert habt, die fällt auch nach hinten und die lässt euch zurück. And you are looking this world where you invest everything. Und ihr fliegt nach vorne und seht nach hinten in diese Welt. Ihr schaut zurück zu dieser Welt, in die ihr alles investiert habt. This world saying goodbye to you. Aber und diese Welt sagt Tschüss zu euch, nicht auf Wiedersehen, weil es gibt kein Wiedersehen. And spirit pulling you frantically. Und der Geist zieht euch mit nach vorne. This is the moment you come to know. Oh my God, where I'm going now? Und in diesem Moment sagt ihr zu euch: Oh mein Gott, wo gehe ich hin? Where I'm going? Wo gehe ich jetzt hin? You asking this question to your mind. Ihr stellt diese Frage an euren Verstand. For example, in this life. Zum Beispiel in diesem Leben. Many times you make a decision. Viele Male machen wir Entscheidungen. You use your brain. Und da benutzen wir unser Gehirn für. Yes. But the first time your brain don't give you any answer. Aber zum ersten Mal in diesem Moment, wo ihr sterbt und euer Geist nach vorne fliegt, kann euch euer Verstand, euer Gehirn keine Antwort mehr geben. Why he cannot give you answer? Warum kann euch euer Verstand, euer Gehirn keine Antwort mehr geben? Because. Weil. You spend your mind investment in this world. Weil ihr euren Verstand, euer Gehirn nur für Dinge aus dieser materiellen Welt benutzt habt. So your mind is panic. Und euer Verstand hat das auch Panik. Fear. Hat Angst. Cannot give you answer. Und kann euch keine Antwort geben. Now second, third key. Und jetzt kommt der dritte Schuss. Also Körper erster, Verstand zweiter. Jetzt kommt der dritte. Universal consciousness. Unser universelles Bewusstsein. You look around. Wenn ihr euch umseht. And you see universal life begin, universal life begin. Ihr seht euch um und dann ihr bemerkt, dass das universelle Leben für euch beginnt. But you cannot control. Aber dieses Leben könnt ihr nicht kontrollieren. Then you see doctrinal.
Und dann seht ihr dunkle Tunnel vor euch. And you say, what was my purpose of life? Und ihr dann fragt euch, oh, was war der Sinn meines Lebens? My world left me. Meine Welt hat mich verlassen. My mind don't give me answer. Mein Verstand gibt mir keine Antwort mehr. Universal life is front of me. Das universelle Leben ist vor mir. And I'm going dark dimension. Aber ich gehe in eine dunkle Dimension. Oh my God, where you are? Und dann sagt ihr, oh mein Gott, wo bist du? Whole life when you were living on earth. Euer ganzes Leben, was ihr hier auf Erden verbracht hattet. Did you ever ask, oh God, I want to meet you? Habt ihr da jemals gesagt, oh Gott, ich möchte dich treffen? No. Nein. Now you asking, oh God, where you are? Aber jetzt fragt ihr in diesem Moment, ja, wo ihr ihn braucht, sagt ihr, oh Gott, wo bist du? And now, heart left. Und jetzt hat euch das Herz hat euch verlassen. No, heart left. Also jetzt ist das Herz dran. Another key. Der Herz ist das nächste. In your heart. In eurem Herzen. Was many other wishes. Gab es viele andere Wünsche, die ihr hattet. Surrounding, there was nothing the light of God here. Hier, ihr wart von vielen Dingen umgeben und habt euch danach gesehnt, aber das Licht Gottes war nicht in eurem Herzen. Now your plane, your spirit. Und euer Geist, der wie ein Flugzeug ist. Is out of control. Ist außer Kontrolle. Because you cannot steering your spirit. Euer Herz ist genau wie dieses Lenkrad, ja, und kann, weil ihr euer Herz nicht unter Kontrolle habt, könnt ihr auch dieses Flugzeug nicht fliegen. You ending in one dimension. Und was passiert, wenn man das Flugzeug nicht fliegen kann? Dann stürzt das ab und geht nach unten in tiefe Dimensionen. What gonna happen to you? Was passiert dann mit euch? If you are a liar. Wenn ihr zum Beispiel ein Lügner seid, you entering one dimension where all liars are coming together. Dann betretet ihr eine Dimension, wo nur Lügner sind. Oder you are arrogant. Wenn ihr eine arrogante Person seid, you entering one dimension where all arrogant is coming in. Dann betretet ihr eine Dimension, wo alle arrogant sind, so wie ihr. In this life. Wenn ihr in diesem Leben you using many masks. Ihr viele Masken habt, also ein guter Schauspieler wart und vielen Leuten was vorgemacht habt. Misuse mankind. Die Menschheit ausgenutzt habt, wie auch immer. You entering in dimension where your mask are taken away. Dann betretet ihr Dimension, wo eure Masken von euch gerissen werden. And you will see your ugly spirit actually. Und ihr euren wahrlich hässlichen Geist sehen werdet. You are a murderer. Wenn ihr zum Beispiel ein Mörder seid, you are gonna enter where all murderer are. Dann werdet ihr die Dimension betreten, wo alle nur Mörder sind. You are greedy. Wenn ihr eine gierige Person you seid, enter where all greedy are there. Dann betretet ihr eine Dimension, wo nur Gierige sind. You are selfish. Wenn ihr selbstsüchtig seid, you enter where all selfish are. Dann betretet ihr eine Dimension, wo nur Selbstsüchtige sind. Question is, die Frage ist, how you gonna grow in spiritual life? When you are living all greedy, selfish, arrogant people actually. Wie werdet ihr im geistigen Leben wachsen können, wenn in eurer Dimension zum Beispiel nur gierige und selbstsüchtige Menschen sind, genauso wie ihr? There you need a million, 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 billion years actually. Dort braucht ihr Millionen und Milliarden von Jahren, um geistig zu wachsen. Here? Und hier? You meeting all kind of people. Trefft ihr alle möglichen Menschen. Somebody came to know the purpose of religion. Manche haben den Zweck von Religion nicht erkannt. Somebody came from different foundation. Manche kommen von ganz anderen Grundlagen. It's very amazing when I'm talking spiritual truth. Everybody feeling home like a baby. Ja, weil es sehr erstaunlich, wenn immer wenn ich über geistige Wahrheit rede, werden alle sehr schläfrig. Yeah, like a baby sleeping, you know? So, als wenn auch Babys schlafen. If I speak half hour more, they go like this. Ja, und wenn ich nur eine halbe Stunde mehr spreche, dann schlafen alle ein. When I say wake up, oh yeah, wenn ich sag wacht auf, dann sagen die, was? I say, what I was talking. Ja, über was habe ich geredet, frage ich dann. Yeah, you were talking about God, actually. Und dann sagt er, ja, du hast über Gott geredet. That's a standard. Ja, das yes? ist die Standardantwort. Yeah, they know me, I'm talking all the time about God, ja, you know? Weil die kennen mich, dass ich immer nur über Gott rede. Yeah. Ja. Von hier vorne sieht man sehr gut, wenn die Augen... I say, hello! Und ich sage dann, hallo, ja? Ja, ja, I'm listening. Ja, und die sagen dann, ja, ich höre doch zu. You talk about God. Aber du redest doch über Gott. Why spirit body becoming tired when we are talking about spiritual truth? Warum wird der Körper müde, wenn wir über geistige Wahrheit reden? Why, please? Warum weiß das jemand? Ja?
Because it's a disconnect. Yes. That our body is naturally kind of against the spirit. Yes. That the human being, when we were created, God said it was good, but he never said it was perfect. We were created essentially flawed. Well, good answer. Today you're going to listen something more. Gute Antwort, heute wirst du noch mehr erfahren. Sehr gesagt, unser Körper ist grundlos. Why our body becoming tired when we hear the spiritual truth? Er erklärt es, er fasst mit auf, ja? I'm coming to this point. Ja. Du hattest eine Frage? Nein, Annette hat das nicht verstanden und du hast weitergemacht. Also, you can tell. Sie hatte gesagt, dass unser Körper sich grundsätzlich gegen unsere geistigen Bedürfnisse richtet und das, dann hat sie das mit der Sechs-Tage-Schöpfung verglichen in der Bibel, dass Gott hat zwar gesagt, dass wir gut sind, aber nicht perfekt und dass wir grundsätzlich mit Macken erschaffen wurden. So, that's a good answer, but nicht gut genug, actually. Das ist eine gute Antwort. Aber yeah. Nicht gut, well, somehow she is near, you know. Aber sie ist nah bei der Antwort. Ja. Why? Okay, let me talk about Arbeit. Ja. Ich habe gestern in Arbeit, you're gonna start waking up. Ja, das war passiert. Und ja, mit meinen Kollegen habe ich Kampf gehabt. Und you wake up. Also wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt euch über eure Arbeit frage, dann sagt ihr, wacht ihr auf einmal auf und sagt, ja, mein Kollege hat das gemacht. Und ja, hat und ich habe, Arbeit. You wake up. Und dann werdet ihr auf einmal ganz wach. But spiritual truth, you are 1000 years müde, aber tired. Aber wenn ihr geistige Wahrheit hört, dann ist es wie, als wenn ihr 1000 Jahre lang müde seid. What is telling you? Was sagt uns das? Somebody more answer? Weiß das noch hier? Will jemand noch eine Antwort geben? Ja? Ja. Die geistigen Sinne sind nicht offen. Our spiritual senses are not open. No. Nein. We are only living for the material things. Dass wir nur für materielle Dinge leben. Little bit close, yes. Somebody more? Noch jemand? Yes. Jakob? Yeah. Our body is not used to. That is very near. Das ist sehr nah bei der Antwort. Unser Körper ist nicht an geistige Wahrheit gewöhnt. Ja. Yeah. Somebody more? Noch jemand? We are not trained enough. Huh? We are not trained enough. Wir haben nicht genug Training. Very good. Sehr very gut, close sehr, answer. Eine sehr nahe Antwort. Ich hätte jetzt den Gedanken gehabt, morgen kann ich das besser. Weil ich heute noch viel höre. She said, tomorrow she can listen better. Because today she's listening too much. Okay, no problem. Yeah, okay. Okay, so, because... When I talk spiritual truth, I wake up, my blood is moving, I just want to be there. Yes? Zum Beispiel, wenn ich über geistige Wahrheit rede, dann wallt mein Blut, ich bin wach, ja, ich kann die ganze Zeit über geistige Dinge reden. Yes? Why? Warum? My spirit is strong. Actually. Weil mein Geist stark ist. So when you are tired, wenn ihr also müde werdet oder seid, that means your spirit is not strong. Wenn ihr jetzt müde werdet oder müde seid, dann heißt es, dass euer Geist nicht stark ist. So before we all sleep here, bevor wir also alle einschlafen and holding each other in arm, you know, alle uns like in Osho, they sleep like this. Arm halten, yes? Ja. Yeah, we can take a little bit break. Wir können eine kurze Pause machen. To have a fresh air. Nur um mich kurz durchzulassen. But my lecture was something else. Actually. Aber mein Vortrag ging über was anderes. Tod und Death. Warum Meditation? Warum Meditation haben wir angekündigt? We talked about death. We were talking about death and keys. We're talking about God nature and six key actually. Ja, also das eigentliche Thema ist Gottes Natur und die sechs Schlüssel. And why God want one family world? Und warum Gott die eine Weltfamilie meint? So, we take a little bit break. Okay, wir machen ein bisschen Pause. Für wie lange? Yes. 5 Minuten. Yeah, 5 Minuten. But please do me one favor. Yeah. Tut mir aber nur einen Gefallen, ja? Every time when seminars some break come out. Jedes Mal, wenn im Seminar eine Pause ist. People start talking. Again, old thing, old habit. Fangen Leute wieder an, nur über ihre alten Dinge, ihre weltlichen Dinge zu reden. Please don't do that. Mach das bitte nicht. Talk about what we have talked here. Rede doch über das, über was wir hier geredet haben. Yes. So your spirit can receive more vitality element. Damit euer Geist noch mehr Vitalitätselement bekommen kann, Lichtelemente. Because in spiritual life, weil im geistigen Leben, nobody interested. Interessiert es niemanden.
what is your Biogeschäft or what is your Arbeit or who you are footballer, is nothing working special ob ihr, life. Wie euer Biogeschäft läuft, ob ihr Fußballer seid oder was auch immer ihr als Job habt. So when you need take a break, wenn ihr also jetzt Pause macht, try to ask question, versucht Fragen zu stellen and try to grow hair. Versucht what was this lecture actually? Was hat uns dieser Vortrag gebracht? Ja. Nicht nur, woher kommst du, was machst du? Ja, ja, ich bin alleine und du? Ja, leave this thing. Actually. Ja, also lass diese Sachen, ja? Also yes. Nicht, talk spiritual thing. Kein, also versucht keinen Smalltalk zu machen, yeah. Was eure Arbeit ist und was sonst, sondern versucht über geistige Dinge zu reden. So, how much break you need? Wie viel Pause braucht ihr? I have to write down because I have to talk. How much?